Herzlich willkommen und hallo beim Berggeflüster der Olympiaregion Seefeld. Wir sind heute in Scharnitz beim Heinz Zak, einem der Extremkletterer in Österreich. Heinz, danke für die Einladung. Mich freut, dass wir da sein dürfen. Du bist ja nicht nur ein fanatischer Klettermeister, du bist Fotograf, du machst auch Slacklining. Wie bist du zu der Leidenschaft des Kletterns gekommen? Wo war dein Anfang? Der Anfang war relativ einfach für mich, weil mein Vater hat geklettert und meine Familie grundsätzlich ist sehr sportlich, auch heute noch. Meine Mama hat geturnt. In erster Linie draufgekommen bin ich nachher durch einen Freund von mir. Der wollte es auch anfangen, der ist heute noch mein bester Freund. Es ist ja eigentlich auch ein Lebensinhalt geworden bei dir. Ja, Klettern hat sich bei mir relativ schnell dann zum Lebensinhalt entwickelt, ja. Weil ich zunächst einmal einfach schnell nach Amerika gekommen bin als Kletterer, 1979 schon. Und das war in die Anfänge des freien Kletterns. Und da war ich sozusagen einer der ersten Österreicher, die da hingekommen sind. Und wie wir zurückgekommen sind, wollten die Freien die Bilder sehen. Aber nicht nur die Freien, sondern auch auf einmal der Alpenverein oder auf einmal hat der Magazin angerufen, ob wir nicht da irgendwelche Bilder hätten. Und ich habe mir gedacht, ja gut, Bilder haben wir schon. Und von da ist es eigentlich dann so ganz fließend weitergegangen. Du lebst ja da in Scharnitz eigentlich, sagen wir mal, das Karwendel ist das Wohnzimmer wahrscheinlich von dir. Was bedeutet dir das Karwendel? Was bedeutet dir Heimat? Weil wir haben ja erst vor kurzem über Heimat gesprochen, das ist für die ganz wichtig. Heimat ist für mich ein wichtiger Begriff, der fest in mir drinnen ist. Und ich muss echt sagen, ich fühle mich da daheim. In unsere Berg da, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen für mein Leben. Weil du hast ja eigentlich schon das ganze Karwendel auf, ab, hin und her. Ja, egal, ich fahre immer wieder gerne rein und gehe immer wieder gerne auf den Berg. Und es ist immer wieder, bin ich dankbar dafür, ehrlich gesagt. Also auch dankbar, dass es mir so gut geht, dass ich das also genießen kann, dass ich meine Zeiger eintragen kann, dass mir nicht zu kalt wird, dass ich oben übernachten kann, um die besten Bilder zu kriegen. Also auch im Winter übernachtest du da oben? Ja, auch im Winter. Macht mir Spaß. Es ist zwar manchmal richtig kalt, aber es macht mir Spaß. Es klingt spannend. Na gut, die Bilder kriegt man nur, wenn man sich dafür einsetzt. Du warst ja der erste Europäer, der die weltberühmte Highline, die Lost Arrow Spire quasi, wie sagt man denn da, begangen? Begangen, ja. Nein, begangen. Wie kann man sich das vorstellen? Auf was für eine Höhe ist man da oben? Ja, auf 1000 Meter über Grund. Also geht es auch weit runter unter die Füße. Ja. Das ist wahnsinnig ausgesetzt und ehrlich gesagt habe ich mich falsch vorbereitet gehabt. Okay. Ja, weil ich halt auch einer von eben wirklich die allerersten war, die Slacklinen überhaupt gemacht haben. Und vor allem dann oben auf der Highline, da hat man keine Erfahrungen gehabt. Wir waren Pioniere und immer dann, wenn man sozusagen vor und dran ist, gell, dann kann man nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, gell? Du bist ja neben der Kletterei, Slacklining, ein passionierter Fotograf. Du hast ja schon mehrere Bücher herausgebracht. Eines, das mir auch wirklich ins Auge gestochen ist, das Karwendel-Buch, was 2014 erschienen ist, was eigentlich das Karwendel nicht nur von der schönsten Seite zeigt, sondern Einblicke gibt, die was vielen einfach nicht offenbart werden, die mit sich in den Bergen bewegen. Gibt es Projekte, die du jetzt schon ansteuerst, Fotoprojekte? Ich freue mich ganz besonders, dass ich in Zusammenarbeit mit der Tirol-Werbung ein Riesenbuch machen darf. Also großes bei National Geographic, also im besten Verlag, den ich mir vorstellen kann. Ein ganz großes Buch. Wie viele Auslandstage hast du im Jahr? Wie oft bist du außerhalb unterwegs? Weil du warst ja erst in Amerika jetzt. Ganz verschieden, gell? Also manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich kann dir sagen, ich habe andere Tage, ich habe manchmal Jahre, wo ich die Hälfte vom Jahr im Freien schlafe. Das ist aber auch cool. Das ist wirklich cool, ja. Das taugt mir. Aber seid ihr nachher viel in Teams unterwegs oder bist du auch gern alleine am Berg? Ja, eben auch wieder zweigeteilt, gell. Einerseits, so wie jetzt im Herbst, war ich mit Adam Andra im Yosemite, ist der weltbeste Kletterer, habe ich dabei sein dürfen, als Fotograf, als Filmer, härteste Route der Welt, waren wir natürlich ein Team, gell, waren wir zu viert. Und so jetzt wie bei uns da Jahrgang mit meiner Freundin Skitour, aber ehrlich gesagt zum Fotografieren muss ich laut sein. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und ich wünsche dir auch weiterhin tolle Touren auf den Bergen, egal wo auf der ganzen Welt. Mhm. Und ich hoffe, wir treffen uns wieder, vielleicht zu der Buchpräsentation, zu deiner neuen. Ja, gerne. Und dabei wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön. Ja, danke, das war echt nett.